Bei einer Corona-Demo in Aurich ist es am Montagabend zu Rangeleien mit der Polizei gekommen. Einige Teilnehmer hätten eine Polizeikette durchbrochen, so die Beamtin in einer Mitteilung. Rund 250 Menschen hatten sich unangemeldet versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Viele hätten sich nicht an die Maskenpflicht gehalten, auch nicht nach der Aufforderung dazu. 21 Anzeigen mit hohen Bußgeldern wurden erstattet. Im Expertenrat der Bundesregierung sitzt auch ein Ostfriese. Professor Dr. Hajo Krömer berät als eines von 18 Mitgliedern die Regierung in Sachen Corona. Der gebürtige Leraner ist Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité. Mehr als 4.500 weitere Termine bietet das Impfzentrum in Emden ab kommender Woche an. Das hat die Stadt mitgeteilt. Vereinbaren kann man sie ausschließlich online unter www.impfzentrum-emden.de. Der Kreis Wittmund hat am Dienstag einen weiteren Todesfall mitgeteilt. Damit sind in Ostfriesland seit Beginn der Pandemie 220 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. Und hier die Infektionszahlen und Inzidenzen aus der Region.